Neugierig spitzte Knöpfchen die Ohren. »Was ist mit den Zapfen?« hörte er seine Mutter fragen und reckte nun noch mehr den Hals. »Komm schon, Eulerli, Brummel erzählt es uns gleich!« Eulerli drehte sich herum, um zu prüfen, ob Knöpfchen schon schlief. Schnell kniff er die Augen zu und lag ganz still, damit sie nicht merkte, dass er gelauscht hatte. »Nun zerr doch nicht so!« Eulerli eilte mit Lule hinaus und schloss leise die Tür. Knöpfchen wollte unbedingt wissen, was mit den Zapfen geschehen war. Also beschloss er, sich aus der Hütte zu schleichen, um es herauszufinden. Er kletterte aus seinem Bett, flitzte zum Fenster und vergewisserte sich, dass die Luft rein war. Eulerli und Lule waren nicht mehr zu sehen. Hastig zog er seinen Mantel an, lief hinüber zu Dröselchen und klopfte an das kleine Fenster. »He, Dröselchen, bist du wach?« Er wartete. In der Hütte rührte sich nichts. Nervös blickte er sich um, dann klopfte er noch einmal. »Dröselchen, jetzt wach doch auf!« Endlich wurde das Fenster einen Spalt breit geöffnet und zwei braune Augen schauten ihn verwundert an. »Knöpfchen, was ist denn los? Weißt du, wo alle hingegangen sind?« fragte Dröselchen. »Ja, die sind alle auf der Lichtung. Große Versammlung. Irgendetwas ist mit den Zapfen passiert. Komm schon, wir schleichen uns hin.« »Es muss ziemlich schlimm sein«, erwiderte Dröselchen. »Pümpelnase war vorhin hier, aber ich konnte nicht genau hören, worum es ging. Meine Mutter war plötzlich ganz aufgeregt und sagte, ich solle brav im Bett bleiben, bis sie zurück ist. Ich weiß nicht, Knöpfchen,